Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Fallout 4. Wir sind jetzt gerade in unserer alten Heimat angekommen und schauen uns jetzt mal um, was so noch alles übrig geblieben ist. Mal sehen. Also unser altes Haus, das steht ja da hinten noch, aber da wird höchstwahrscheinlich die Story weitergehen, deswegen erkunde ich erstmal so ein bisschen den Rest. Okay, der Fernseher funktioniert überhaupt nicht mehr. Ja, kein Wunder. Nach all der Zeit, die jetzt vergangen ist, also da, hier werden jetzt bestimmt schon vielleicht ein, zwei Jahrhunderte ins Land gegangen sein. Schraubenzieher, sauberes blaues Kleid. Okay. Medics. Von der E3 weiß ich ja noch, dass es angeblich 300, ach nee, Quatsch, 300, 200 Jahre sind, die vergangen sind zwischen dem Betreten der Vault und dem Verlassen. Oh, provisorische Bombe. Okay, ganz ehrlich, da mache ich mal kurz einen Schnellspeicherstand. Ah, okay, wird automatisch gemacht. Ich dachte, jetzt wird ein kleines Minispiel gestartet. Wäre ich zumindest von anderen Spielen gewohnt gewesen. Stahl und Feder wurde hinzugefügt. Alles klar, sind bestimmt Sachen, die ich später fürs Craften gebrauchen kann. Ah, Schande. Ja, okay, das war meine letzte Haarklammer. Dammit. Hoffe ich mal, dass ich möglichst bald wieder eine neue finde oder ein paar. Neue 10 mm, sehr gut. Muss ich mir definitiv merken, weil ich liebe es einfach, irgendwelche Sachen aufzuschließen, die verschlossen sind. Deswegen werde ich auch definitiv am Anfang einiges in Dietrich investieren. Ja, meine Güte. Ja, ich bin gespannt, ob tatsächlich. Also ich bin wirklich gespannt darauf, wie alt Sean sein wird, wenn wir den wiederfinden. Weil wie gesagt, letztes Mal, da war er zwar noch ein Baby, aber wir wissen ja nicht, wie viel Zeit während unseres zweiten Kryoschlafs vergangen ist. Deswegen, ich rechne auch schon fast damit, dass er mittlerweile älter ist als wir. Es wäre eine Möglichkeit, aber ich hoffe natürlich, dass wir ihn zumindest noch in einem relativ jungen Alter vorfinden. Beziehungsweise sowieso wäre meine Frage auch gewesen, was die Wissenschaftler überhaupt mit Sean wollen. Was war jetzt so Besonderes an ihm? Also ich gehe mal davon aus, dass Sean das einzige Neugeborene, also überhaupt das einzige Baby gewesen ist, das in Vault 111 stationiert wurde, noch reingekommen ist. Aber abgesehen davon wüsste ich nicht, ehrlich gesagt, was jetzt Sean so besonders machen könnte, als dass er jetzt von großem wissenschaftlichem Wert sein könnte. Naja, aber wir spielen einfach weiter und dann werden wir schon sehen, was sich daraus ergibt. Ich warte immer noch abgeschlossen gehen. Oh, sprich mit Cotsworth. Oh, okay. Ich habe da jetzt wohl eine gewisse Linie überschritten, die, ja, scheinbar ist Cotsworth aus unserem Zuhause noch Ja, rausgekommen. ist denn das die Möglichkeit? Ja. Du bist es wirklich. Du. Okay. Cotsworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte? Mörder meiner Frau, okay, Sie kamen in den Vault. Vielleicht hast du sie gesehen, bewaffnet, mit seltsamen Outfits. Nur Miss Roses Junge, der in einem Halloween-Kostüm rumgelaufen ist, mehr als eine Woche zu früh. Diese Frau hat Nerven, ihr Gehör unbeaufsichtigt zu lassen. Nicht wie in dieser Familie, Sir.
Sie und Ihre Frau sind ein so verantwortungsbewusstes Paar. Wo ist sie überhaupt? Ja. Also, ich glaube, deine Info mit dem Kind von Halloween ist ein bisschen veraltet, Kotze. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht. Da. Ja, sehr lang. Oder vielleicht eine Scharade. Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Alter, jetzt ist aber auch... Das Spiel will es einem noch richtig reindrücken. Cotsworth, hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihre Frau hatte ihn, wissen Sie noch? Vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen, um einen Termin zum Spielen zu vereinbaren. Sie ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück. Ich weiß nicht, was das ergibt. Keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte mir jemand meinen Sohn wegnehmen? Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Okay, da wurde es gesagt. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das Ach heißt, ja, na dann. Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Mich beschleicht langsam das Gefühl, dass Cotsworth kein gutes Zeitgefühl hat. Oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, sie dir doch zu überlassen. Wie schwer ist es, jemanden zu überreden, erkennst du an der Farbe gelb, einfach, orange, mittel, rot, schwer. Um deine Überredungskünste zu verbessern, erhöhe dein Kreis. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich habe buchstäblich den ganzen Tag. Okay, das ist nett, dass die quasi die Überlegungszeit noch ein bisschen mit Kommentaren ausfüllen. Ja, ich versuch's mal. Cotsworth, du verhältst dich... Ein bisschen seltsam. Was ist los? Jawohl! Oh, Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Ja, kann ich mir vorstellen. Dann diese, oh Gott. Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Oh, großer Gott, der arme Kerl. Er tut mir richtig leid. Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, okay. Ist alles geschehen. Hey, Schatz hinzugefügt. Okay. Ja, danke. Danke, Cotsworth. Dankeschön. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Ja, natürlich. Ja, vorsichtshalber. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Ja. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Okay. Alles klar. Wenn du nichts dagegen hast, gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Oh Mann, der Arme. Wow.
Was zum Teufel war das jetzt? Okay. Oh, ach so. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich den öffnen und irgendwas etwas da drin wäre. Naja. Ja, ist wahrscheinlich wieder so, dass man sauberer blauer Anzug. Ja gut, können wir ja mitnehmen. Sachen, die ich nicht brauche, kann ich im Nachhinein ja noch verkaufen. Ah, hier ist Chance. Holzblock V und F. Ach komm, ja, das nehme ich mit. Chance. Ich komme, Kumpel. Ach schön, das ist auch, das ist nett, dass man nach wie vor mit Sachen in der Umgebung interagieren kann und der, nehmen wir auch mal mit, falls wir schon finden. Und er noch kleines. Mr. Handy Treibstoff. Ach ja, das hört sich nützlich an. Bisschen. Ein paar Sachen nehmen wir für Sean mit. Sollten wir ihn tatsächlich noch in einem jungen Alter antreffen. Ich suche immer noch nach einer Haarklammer. Ich habe das Gefühl, ich hätte am Anfang des Spiels irgendwo mehrere Haarklammern finden können. Aha. Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe aufbauen, anpassen und entfernen. Du wechselst mit... Ah. Kannst du das Objekt, das Gebäude... Oder das Gebäude, das du bauen willst, wenn das gewählte Objekt grün erscheint, drücke X, um es zu bauen. Es ist dagegen rot, verändere die Position des Objekts und deine eigene, bis es grün wird. Werkstattobjekte werden aus Komponenten hergestellt. Wenn du ein Objekt baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus Schrottgegenständen wiederverwertet. Hm. Die sich in deinem Inventar oder im Inventar der Werkstatt befinden. Ah! Okay. Herstellung, Läden, Ressourcen. Ah, okay. Sonstiges. Stahl, Holz, Keramik habe ich. Ein bisschen Stoff. Also ein bisschen was habe ich ja. Ah! Okay. Jetzt kann ich mit Viereck. Okay. Ja, okay. Alles klar. Das ist cool. Jetzt kann ich die ganzen Sachen hier auseinandernehmen. Das ist super. Ach ja, das war bei der Präsentation auch so spitze. Da konnte man echt... oh, Wagenheber? Ja, ja doch, ich denke nicht, dass ich einen brauchen werde, oder? Rüstungsnähe, die behalte ich natürlich. Werkzeugregal. Eine Schaufel. Oh, das ist, kann ich bestimmt als Nahkampfwaffe benutzen. Werkstatt-Diagnoserollwagen. Okay. Ich verarbeite einfach mal alles, was sich hier finden lässt. Klebeband. Provisorische Batterie. Benutze Ölkanister. Das, okay, kann ich nicht. Tischgummi. Okay, aus dem Radio kriege ich Gummi. Ist das richtig gesehen? Als Plastik. Ja, okay. Ich will jetzt auch nicht ewig hier rumlaufen und indem du dich im Baubereich. Ah, mit dem Touchpad kann ich auch in Third Person und schon. Alles klar, gut. Ah. Okay. Alles klar. Ja, ich werde das irgendwann mal später machen, dass ich mir hier so ein eigenes Haus hinbaue. Ich will euch jetzt ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit dabei zusehen lassen, wie ich mir hier eine Siedlung neu zusammenschustere. Ich denke mal, da wollt ihr schon ein bisschen mehr vom Spiel sehen, oder? Ja gut. Cotsworth, der wird ein bisschen... Ja, okay, der wartet da hinten wahrscheinlich auf mich. Blähfliegendrüse, Ach, die Viecher, die waren auch so ein bisschen... Ach so, okay. Ich dachte schon, das wäre eine Katze, die quasi von der Radioaktivität in die Wand gebrannt wurde. Sowas gibt's ja auch. Entsperrung. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Verdammt nochmal. Okay, ich weiß nicht, wer die Blähfliegen umgebracht hat. War höchstwahrscheinlich Cotsworth. Gehe ich mal stark von aus. Entschuldigung, die Aufnahme hat sich wieder aufgehangen.
Ja, leider sind wieder 15 Minuten vorbei. Es tut mir leid, dass es nicht so ganz schnell vorangeht, aber das ist meine Spielweise. Jedenfalls, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich bin wie immer auch für konstruktive Kritik offen und wir sehen uns beim nächsten Mal.